Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Willkommen beim Aikalito und Gametainment. Trüberbrook oder Trüberbrook, Teil 2 heute. Vielleicht kriegen wir es heute abgeschlossen. Bin im Kapitel 4 nach 3 Stunden 14. Kommt mir relativ zügig vor, aber schauen wir mal rein jetzt. Erster Arbeitstag wieder heute. So, zap, zap, zap. Passt alles hier. Erster Arbeitstag heute wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen abschalten mit Trüberbrook. So, ja, eigentlich müssen wir jetzt den Fernseher gedacht. Kann man den jetzt auseinanderbauen schon? Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Ohne das richtige Werkzeug bekomme ich das nicht auf. Bzzz. Okay. Ja, die Uhr macht mich auch noch fertig, aber okay. Gut, dann, mal den Weg hoch. Ich habe auf jeden Fall eine Münze bekommen. Das heißt, man kann die hoffentlich da oben jetzt einwerfen in das Fernrohr. Und hier hatte ich ja, most likely alles erledigt. Ah, guck, hier steht ja jemand. Hier gucken wir erstmal hier. Fernrohr. Man muss eine Münze einwerfen. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Oh nee, ich hatte die Münze. Oh, ich habe die Münze im Sanatorium benutzt. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Oh. Dann die Tante mit der Hantel und einem Schuh. Schöner Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Unheimlich. Die Luft. Riechst du das? Fichten. Fichten, Tannen, Douglasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht. Die Tanne nicht. Tanne. Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn? Tannhauser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzel? Mein Opa. Ach so. Hä? Dir fehlt doch ein Schuh. Ich hab doch Schuhe. Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das, in Wirklichkeit? Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Hashtag Wikipedia. Nein, nur zu Besuch. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Zigarette? Danke. Hab aufgehört. Das Klima hier tut mir jedenfalls wahnsinnig gut. Was machen Sie hier oben ganz allein? Neue Kippe von anmachen. Dem Trubel da unten? Ich reise einfach gern. Immer unterwegs. Wandern und so weiter. Und jetzt legen Sie ein Päuschen ein? Ach, ich habe meine Wanderschuhe verloren. Einfach übers Geländer gefallen. Und weg waren sie. Wenn du mich fragst, hocken wir doch alle in demselben riesigen Hinterhof. Der ganze Wahnsinn. Die Suche nach einem Sinn. Irgendwas. Klingt ein bisschen nach Lebenskrise. Ach nein, so würde ich das nicht nennen. Den Durchblick, den habe ich. Durchblick. Genau. Das ist es. Oh Mann. Kennen Sie die Leute hier? Die meisten. Ich komme eigentlich jedes Jahr hierher. Warum?
Kennen Sie einen Mann namens Lazarus Taft? Kenn ich. Interessanter Mann. Ich habe einmal Haushoch im Doppelkopf gegen ihn verloren. Ach. Woher er kommt und was er hier macht, ist für alle ein Rätsel. Angeblich hat er von den Doppelkopfmillionen das alte Herrenhaus draußen in den Wäldern gekauft. Er kommt selten hier in den Ort. Von den Doppelkopfmillionen. Ist das aber auch kein Wunder. Naja, lass sie reden. Meine Meinung. Ich habe sie unten bei der Tombola gesehen. Ja, ich habe mein Glück versucht. Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. So ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug längst abgeschworen. Und du? Ich habe ein paar Wanderschuhe. Haben Sie nicht Ihre verloren? Ja, leider. Für dein paar Wanderschuhe würde ich einiges hergeben. Möchtest du zufällig tauschen? Deine Wanderschuhe gegen meinen Schnupftabak. Ja. Na gut. Tauschen wir uns hoch. Dankeschön. Das ist wirklich nett. Und sogar meine Größe. Ich muss weiter. Okay. Schönen Abend noch. Und danke nochmal. Wem können wir denn jetzt Schnupftabak geben? Endlich kann ich wieder los. Die Wildnis ruft. Ade. Ade. Oh. Doch. Die Matrosen-Yogi, der kein Matrose ist, ne? Da könnte man mal gucken. Kann ich da mal vorbei, bitte? Danke. Oder der... Nee, ich glaube, der Matrose. Ahoi! Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Und du? Ich habe das hier gewonnen. Ist das Schnupftabak? Oh Mann, ich liebe Bam. Schnupftabak. Willst du zufällig tauschen? Ich muss überlegen. Was stellen Sie sich denn vor? Möchtest du meinen Gutschein haben? Du weißt schon, den für die Bootsfahrt hier auf dem See. Den habe ich bei der Tombola gewonnen. Oh, der ist ja hier vom örtlichen Bootsverleih. Ja, möchtest du ihn? Okay, machen wir es so. Okay, Hand drauf. Geht klar. Muss ich bestimmt nicht anmelden, oder? Kann man die jetzt direkt machen, die Bootstour? Gucken wir mal. Na. Vermutlich ja. Ich habe diesen Gutschein in der Tombola gewonnen. Weiß ich doch schon. Aber... Woher? Hat mir meine Schwester erzählt. Sie macht heute den Tombola-Stand. Das nicht, gibt's. Das nicht die gleiche? Okay. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Wie viel für die Schwimmtiere? Ach, nehmen Sie sich eins. Die Saison ist vorbei und nächstes Jahr sind Dinosaurier sowieso nicht mehr so gefragt. Ich tippe auf... Seeungeheuer. Könnte sein, ja. Auf Wiedersehen, okay. Ich muss weiter. Ja, mein Dino schwimmt hier mit. Passt ja in die Tasche, ganz locker flockig. Oh, ist das? Das Boot? Und schönen guten Abend. Den Stream. Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Hier vorne hat es einen Leck. Und das Schaufelrad scheint zu fehlen. Trüberbrook, durchgespielt Teil 2. Wir sind im Kapitel 4. Diese blöde Lampe ist... flackert wieder. Achso, dann kriegt man... Oh, was...
Ach, da war was Neues. Hui. Eine Müllhalde. War erstmal eine Aufnahme. Beverly, mein Bild von diesem beschaulichen Örtchen ist getrübt. Mitten im Wald, so scheint es Usus zu sein, laden die Bewohner ihren Unrat ab. Man stellt sich die Frage, wer macht sowas? Yay, ein Deckel. Können wir Soldat spielen? Was haben wir hier? Kein Zutritt. Briefträger, Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, keine Werbung. Keine Werbung. Hallo? Wohnt da jemand? Oder an Klaus? Oder an Klaus? Nicht? Was war? Jo! Was ist das für eine Kante? Professor Kante nenne ich ihn jetzt nur. Getze Flammenwerfer. Ups, hätte ich gerne. Ein paar Früchte wird niemand vermissen. Jo, ich habe eine Birne gepflückt und einen Apfel im Inventar. Jo. Was haben wir denn da? Schleimspuren entdeckt. Schlummermorschel gefährdet. Eingriff in die Pilzbestände. Im Trüberbroker Umland. Blablabla. Bla, bla. Ist noch irgendwas markiert? Nee. Hm. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Ist doch cool. Na dann. Dann ist doch hier jemand namens... Oh wei. Jemand namens Klaus? Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück! Und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten! Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht! Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Hast du das Schild nicht gelesen? Doch, doch, habe ich gelesen. Meinen Sie das draußen bleiben oder das Zutritt verboten Schild? Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein. Ach so, ja. Schon wieder. Von die Aliens. Okay. Ich sag's Ihnen. Und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgrad, Soldat. Sind Sie von der CIA? BND? HVA? FBI? NSA? Raus damit! Ich heiße Tannhauser. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Lügner! Das ist lächerlich! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Netter Hut. Okay. Du hast wohl recht. Herr Ruhlander, vielen Dank für den Resub. So billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte! Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient.
Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Der erzählt wirklich den ganzen... Ah, okay. Und so bin ich hier oben gelandet. Die ganze Geschichte erzählt. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Ja, okay. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Na, jetzt doch. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing, übrigens. Lessing, okay. Ich will das. Ach, kann man einfach abzocken? Das ist ja geil. Was ist hier los? Strom. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Jetzt nicht mehr. Wow. Wow, mehr nicht. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Der Lessing. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Oh. Ja, da kommt noch ein Bitch hier, vielen Dank. Ja, dann müsst ihr die hübschen neuen Alerts ausprobieren hier. Und jetzt haben wir endlich mal einen da oben stehen. Hoho. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Eine Illustrierte auch wichtig, ja. Illustrierte. Kann man den ich auch machen? Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Okay. Selbstschutz. Dann. Mit dem habe ich, denke ich, genug gesprochen. Der ist echt nervig. Hm. Nochmal einen schönen guten Abend, wenn ich noch nicht begrüßt habe. Den begrüße ich jetzt. Hallo. Und ich kann nur zurück. Ist nur Müll. Ja, warte mal, hier konnte ich doch eben noch pfeifen, ne? Da kommen noch meine Buddies. Noch was tun die jetzt? Aufräumen. Lassen. Dazu hatte ich schon ein. Was? Beverly, mitten im Anstellzimmer. Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Okay, ich habe die Viecher geholt, aber das hat scheinbar nicht viel. Nicht viel Impact auf irgendwas hier. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein Rad. Das heißt, in Theorie könnten wir das Ding jetzt reparieren. Ah. Nee. Ein bisschen aus wie aus Dragon Ball, die alte, ne? Hey, Sweetheart. Guten Abend. Guten Tag. Das Tretboot, das Sie mir dorthin gestellt haben, es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Was stimmt denn nicht damit? Na, ich glaube, es hat ein Leck. Und das Schaufelrad sieht auch nicht ganz intakt aus, wenn Sie mich fragen. Ach, herrje. Es ist leider das letzte seiner Art. Seine Freunde liegen schon eingemottet im Trockendock. Könnten Sie mir helfen, das Ding zu reparieren? Ich kann hier gerade leider nicht so richtig weg. Das ist so Dreck neben deinem Häuschen. Schau mir mal an. Ey Gott, ich hoffe, wir haben irgendwas... Oh, I see. Na, okay. Wollen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge richtig ist. Das sollte das Leck beseitigen. Boah, ekelhaft. Bratensoßen-Leckkleber. Das sollte als Schaufelrad reichen. Boah, gut, dass ich nicht damit fahren muss. Viel zu eisig zum Schwimmen. Ahoi. Ach, das war's schon. Nur zwei. Dann.
Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Gummistiefel scheinen mir hier angebracht. Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. See that. Was haben wir hier? Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Ach, das ist Dinosaurier, ne? Den hatte ich, glaube ich, schon in der Zeitung gelesen. Rufen wir erstmal unsere Krähenbuddies dazu. Betreten strengstens verboten. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Ja, also ein Dino ist ja nur wirklich ein Sensationsfund. Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Beverly, ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. Ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Ich auch. Das denke ich auch. Was kann man hier noch machen? Mal schauen, ob er etwas bei sich hat. Natürlich nur, um zur Klärung der Identität beizutragen. Ein rostiger alter Schlüssel. Oh. Der kann ja auf vieles passen. Verzeihung? Moment. Verzeihung? Der blubbert zurück. Wenn ich mir den Kollegen hier angucke, bleibe ich lieber auf den befestigten Wegen. Der hat zurückgeblubbert. Was er immer gesagt hat. Hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg? Oh je, wie ging das? Keine Ahnung. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Klingt schon so matschig. Verschlossen. Auch verschlossen. Hier ist alles verschlossen. Ich frage mich, was das ist. Die gibt's ja hier überall, diese Kästen. Verschlossen. Ich komme von hier leider nicht ran. Was haben wir hier? Mir ist schlecht. Irgendwas schimmert grünlich. Und nur hier komme ich nicht dran. Ich komme von hier leider nicht ran. Wäre die Angel vielleicht gut gewesen oder so, aber hier gibt es jetzt auch nichts mehr, aber der Schlüssel, der muss ja irgendwo passen. Oh, ich hätte eine Idee. Er vielleicht passt. Ahoi! Das ist das einzige. Wenn es ein Türschlüssel ist, könnte die Tür im Gasthof sein. Oder halt. Der wird jetzt glühe auch so lustig. Hallo! Ich glühe jetzt so gut. Sie haben das Boot repariert. Wie kann ich Ihnen nur danken? Nicht nötig. Nein, 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 ich bestehe drauf. Nehmen Sie das hier, als Zeichen meiner Anerkennung. Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zurecht. Ja, klar. Danke. Hat die noch was zu erzählen? Hey, Sweetheart. Guten Abend.
Auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Bis weiter. Hoppala. Also, mal hier vielleicht. Diese komischen Kästen. Oh, das sind... Verschlossen. Oh, I see. Schnellreisepunkte. Ah. Kann ich denn da jetzt auch direkt schnell hinreisen? Ajo. Ah, das ist ja toll. Wusste ich gar nicht. Das ist ja fein. Ich leuchte grün, keiner merkt's. Trollolol. Oh, ich tippe jetzt ganz stark auf die Tür hier in den Keller. Das ist eigentlich die einzige Tür, die ich noch habe. Ja, mehr hätte ich jetzt nicht. Kästen sind nur fürs Schnellreisen da. Komm. Ah. Passt perfekt. Das heißt, das war ihr Bruder. Eieiei. Sollte man ihr vielleicht gleich mal sagen. Ihr Bruder liegt... Beverly, ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjokut herabgestiegen ist. Ich kann kaum etwas sehen. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Ja, bei so dunklen Passagen muss man mal ganz genau gucken. Was ist das für eine Treppe? Hä? Also. Oh, Bananen. Da war wirklich eine Gruft hier. Ah, guck. Schnaps. Streng geheim. Mal sehen. Fruit add Früchte, malt add yeast. Malz dazu. Hefe zugeben. Mit einer Prise Schlummermorchel abschneiden. Also wahrscheinlich vergessen zu übersetzen, oder? Klingt ja einfach. Hm. Kann man nie genug von haben. Was haben wir hier? Rüberbroker feinste Trockenhefe. Ich habe das Gefühl, ich muss Schnaps machen, ne? Trüberbräu Pilzbier. Malz? Malz. Oh, I see that, okay. Erstmal Feuer machen. Ich brauche etwas, um das Gas zu entzünden. Ja. Obst habe ich. Streng geheim. Malz habe ich, Hefe habe ich. Früchte, Schlummermorchel. Malz dazu. Hefe zugeben. Schlummermorchel. Eine Prise Schlummermorchel abschmecken. Klingt ja einfach. Das war. War das nicht dieser
Pilz da hinten. Wie komme ich hin? Okay, also müssen wir jetzt ein Feuer machen und Schlummermorchel haben. Der ist doch Raucher. Wie kann der denn jetzt kein Feuer dabei haben? Raucht doch auch dauernd. Hallo. Ah, das muss man wieder klicken. Manchmal kann man durch die Türen durchgehen, manchmal muss man klicken. Hm? See that. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator ohne das... So, jetzt müssen wir eh doch mal sagen, dass ihr Bruder tot ist oder so. Trude? Professor, Sie strahlen ja richtig. Ist was passiert? Was meinen Sie? Ach, schon gut. Sie können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Es handelte sich um ein Missverständnis. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ah! Haben Sie Feuer? Klar, hier. Was die Frau über ihren Bruder ist immer wieder Anlaufpunkt, wenn man was braucht. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Ja, dann war es wohl definitiv. Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Ja, natürlich. Sagt Ihnen der Name... Taft, Doppelkopfspieler. Hat meine Gäste ausgenommen wie Weihnachtsgänse, wenn Sie mich fragen. Übler Typ. Lassen Sie sich bloß nicht mit dem ein. Der Doppelkopfmillionär. Da sagen Sie was. Ach schon. Ich muss... Fühlen Sie sich wie zu... Gut, jetzt brauchen wir diese Pilze. Und einen Schnellreisepunkt. Ich glaube, der von der Aussichtsplattform geht am schnellsten. Tja. Einfach nochmal zu den Pilzen rüber. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Wobei, man kann nicht wirklich was übersehen. Allerdings habe ich jetzt neue Items. Vielleicht können wir irgendwas anzünden oder so. Keine Ahnung. Verschlossen. Ich frage mich, was das ist. Von hier kann ich jetzt nicht Quick Travel. Na komisch. Ich hoffe, ich kann wenigstens von... Darüber zu den Pilzen Quick Traveln. Komisch. Ach so, immer wenn ich hier rausgehe. Okay, ist das hier? Sieht aus wie ein Sumpf.
Also, dass der geantwortet hat, ist halt creepy. Ich komme von hier leider nicht ran. Oh. Damit könnte ich wahrscheinlich sogar über Wasser gehen. Oh, da hat er ja eben schon einen angezeigt. Ja, hätte man natürlich schneller drauf kommen können. Wie bekannt, erfreuen sich einige Pilze wegen ihrer halluzinogenen Wirkung in vielen Landstrichen der Welt traditionell großer Beliebtheit. Sei es zur inneren Reinigung, zum Erlangen metaphysischer oder mystischer Einsichten oder um mit den Göttern, dem Universum selbst in Kontakt zu treten. Auch im beschaulichen Trüberbrook scheint dies der Fall zu sein, wo man insgeheim die Schlummermorchel verehrt. Ja. Wonach guckt der denn da? Also zurück konnte ich jetzt ohne, ja? Na klar. Ahoi. Ahoi. Mal direkt nach Trüberbrook rein. Dann machen wir Schnaps. Bin mal gespannt, was rauskommt. Schnaps gemacht haben. Ah, meine Güte, Nase juckt schon wieder wie die Hölle. Scheiß Wind. So. Hab jetzt alles für einen Schnaps, ne? War das? Ich kann kaum etwas sehen. Hol die Glühwürmchen raus, hatten wir schon. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Das wird die seltsamste Treppe für immer. Also sehr seltsame Kollisionsabfrage. Das ist das Erste, was mich eigentlich wirklich ein bisschen nervt hier, diese Treppe, weil der nie so richtig ordentlich geht. Ja, guck mal, jetzt steht da auch eine Flasche. Oder stand die eben auch schon da? Ja, mal Feuer. Fruit, ne? Gut. Oder kann ich es einfach reinmachen? Ja, einfach rein. Wenn ich Malz für die Maische hätte, wie es im Rezept steht. Ach so. Das könnte gut werden. Fehlt nur noch eine Zutat. Aber wo sind die Pilze? Wenn ich noch Schlummermäulchen hätte, wie es im Rezept steht. Habe ich die nicht gerade geholt? Wenn ich jetzt nur noch Schlummermäulchen hätte, wie es im Rezept steht. Die hatte doch gerade eingesteckt, diese blöden Morcheln. Das ist jetzt ärgerlich. Ich habe sogar einen Rekord davon gemacht, dass das Schlummermäulchen sind. Warum hat er da jetzt keine mitgenommen? Ah, muss man dann nochmal hin. Okay, also das ist tatsächlich das erste Event, was mich ein bisschen nervt. Das Spiel ist sonst cool.
Tatsächlich. Da war ich doch gerade. Nun gut, bin ich mal nicht so. Hilft ja nicht. Kann ja quick traveln, das ist schon mal gut. Das sah noch so aus, als hätte die mitgenommen, weil der die Schuhe ausgezogen hat. Ah, my bad, okay. Klares Ding, das war dämlich. Ich habe gleich alle mitgenommen. Kann man ja verkaufen am Markt. Okay, das sah gerade eben so aus, als hätte er die mitgenommen, weil er so dämlich die Schuhe ausgezogen hat, diese Gummistiefel-Kombination hier. Okay. Gut, da es jetzt der Quick Travel gibt. Ahoi! Sehe ich es jetzt mal als nicht zu dramatisch an. Jetzt können wir Schnaps brennen. Ich bin gespannt, was wir davon haben, wenn wir den Schnaps gebrannt haben. Der kann einen nur wegballern und halt aufgrund seiner halluzinogenen Wirkung, wegen der Pilze. Irgendwas müssen wir erreichen. Braunsche Röhre brauchen wir noch vom Fernseher. Da brauchen wir aber erstmal ein Werkzeug. Ich kann kaum etwas sehen. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Crazy Trapper hier, Crazy Trapper. Nicht sehr controller-kompatibel. Okay, jetzt Pilze rein. Oh ey, ballert er sich weg. Der Geist wandert, yo. Und findet letztlich ins Fleisch zurück. Oh Gott, wie lange waren wir jetzt im Koma? Man hat immer noch das Werkzeug, ne? Was? Wie komme ich denn da hin? Im Keller einen reingehauen und man wacht an der Bushaltestelle auf, okay? Uiuiui, Teufelszeug. Nie wieder Alkohol. Und hatte ich nicht noch mehr coole Gadgets in meinen Taschen? Was zum? Was? Wow. Was? Donnerwetter, das ist ja was. Hat man sowas schon erlebt? Bumm. Gute Frau, was treibt sie bloß? Wohin deswegs? Keine Zeit zu verlieren. Sehen Sie nicht die Kaltfront? Ich muss rauf zur Wetterstation. Es gibt hier eine Wetterstation? Na, jetzt führen Sie mich bloß nicht aufs Glatteis. Was war das? Die Frage, wie lang war ich jetzt platt? Was? Nix anklickbar gerade, kann nur gehen. Jetzt ist. Hä? Boah, der Schnaps hat aber geballert, du. Wo stehst?
Der Einzige, mit dem ich schon nichts gemacht habe, ist der Musiker. Auf euch, Jungs. Genau das Richtige. Prost. Und los geht's. Viel Spaß. Aha, ja, okay. Die Menge versammelt sich und ballert sich den Schädel weg. Das Konzert beginnt. Ja, schönes Gitarrensolo geht immer gut. Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Ich sehe nur keine Orgel, aber sonst ist der Song cool. Das Akkordeon ist auch eher broke. Oh, Gitarre-Solo auf jeden. Thank you.
Wie? Gretchen steht da auch. Was ist los? Warte, kann man die sehen? Kann man die sehen? Ja, da, ist Gretchen. Da. Aus der... Was? Das kann doch nur ein Fehler sein, oder? Oder kommt jetzt Kackendreist zum Abschlusskonzert? Das ist frech.